Hallo, guten Nachmittag. Wer ist denn da? Ja, ich habe ein paar ziemlich wichtige Mitteilungen zu machen. Und zwar, es gibt einen Virus. Einen Virus, der uns alle bremst. Genau, was ist dieser Virus, der uns alle bremst? Und es ist so spannend. In meinen Coachings, ich habe jetzt wirklich schon die letzten 2 Jahre so, so viele gemacht. Und es ist tatsächlich ein Virus, der uns alle klein hält. Und es ist etwas Angeborenes, wie unsere Gesellschaft funktioniert, was uns niemals erlaubt, in unser volles Potenzial zu kommen. Wir sind ja eigentlich alle hier auf diese Welt gekommen, um etwas Großartiges zu bewirken. Wir sind hier, um zu wirken auf dieser Welt. Wir sind nicht hier, um die Zeit abzusitzen oder unsere Aufgaben zu erfüllen, unsere menschlichen, um uns einfach dann irgendwann mal ins Sterbebett zu legen, sondern auf dieser Reise hier auf dieser Welt sind wir mit einer Idee gelandet. Unser Schöpfer hat uns mit einer großartigen Idee hierher gebracht. Der hatte eine Idee, dass wir bewirken auf dieser Welt. Und zwar, dass wir bewirken, dass diese göttliche, liebende, großartige Idee hier auf Erden gelebt wird. Dass wir im Paradies leben sozusagen. Das war eigentlich die Idee von unserem Vater Schöpfer. Der hat gedacht, ich bringe die auf die Erde, auf die wunderschöne Erde mit der grenzenlosen, schönen Natur, mit wunderbaren Ressourcen, unendlichen Potenzialen und Möglichkeiten. Und da dürfen meine Kinderchen sich jetzt austoben. Sie dürfen wirken und bewirken untereinander. Und was haben die Kinderchen gemacht? Die Kinderchen haben erst schön miteinander gespielt und dann irgendwann mal haben sie erkannt, Neid, Missgunst, Hass, Wut, alle diese Emotionen. So, und jetzt sind wir Kinderchen hier auf dieser Welt unterwegs und haben Vorstellungen. Falsche Vorstellung, warum wir hier sind, wie die Welt funktioniert. Wir haben die Vorstellung, dass diese Welt eingeschränkt ist. Wir haben die Vorstellung, wir sind eingeschränkt und wir sind limitiert und wir haben die Vorstellung, wir sind abhängig. Und das ist einfach falsch. Das stimmt nicht. Wir sind nicht abhängig, wir sind nicht eingeschränkt und wir sind nicht limitiert, weil wir erschaffen alles. Wir erschaffen alles aus den uneingeschränkten Potenzialen. Dr. Joe Dispenza hat uns dorthin geführt, hat uns das erklärt, die Quantenphysik hat uns das erklärt, die Bibel hat uns das erklärt. Aber wir lieben Menschlein, wir wollen ja lieber das glauben, was die meisten anderen glauben. Die meisten anderen haben ja diese Überzeugungen, dass wir limitiert sind, dass wir eingesperrt sind, dass wir nicht machen können, was wir wollen, dass wir abhängig sind von Geld, von anderen Menschen und vor allem von der Meinung von anderen Menschen. Wir sind abhängig davon, was andere Menschen denken. Wir sind tagtäglich mit diesem Paradigma beschäftigt, wie können wir kontrollieren und manipulieren die Meinung anderer Menschen. So, wie ist es denn, wenn es nicht so ist? Wie ist es denn, wenn es gar nicht notwendig ist? Wie wäre es denn, wenn es gar nicht so funktioniert hier? Wenn die universellen Gesetze, die göttlichen Gesetze der Schöpfung, nennen sie von mir aus auch Gesetze der Anziehung oder hermetische Gesetze, aber all diese Gesetze funktionieren ja nicht so. Da sagt ja keiner, du musst irgendwie 50 andere Leute manipulieren und kontrollieren, damit du anerkannt bist und damit du Freunde hast und so weiter und so fort. Aber wir glauben, dass es so ist. Unser ganzes Gesellschaftssystem ist ja so aufgebaut auf diesem Glauben. Wir müssen ja überzeugen, wir müssen ja die Gehirne irgendwie beeinflussen, ja? Deswegen gibt es ja auch diese schönen, wollte gerade sagen, Mindfuck-Geschichten, aber wie NLP und Hypnose und was weiß ich, was
da in der Politik noch alles gemacht wird. Wie heißt es? Dieses MK Ultra, wo es einfach nur darum geht, um die Leute zu manipulieren und zu kontrollieren. Und die Menschen stehen da und glauben, ja, ich muss manipuliert und kontrolliert werden, weil ich muss unbedingt dorthin gehen, wo alle sind und die Meinung, die alle haben, das ist die richtige Meinung. Und dann stehst du da mit dir selber und fühlst dich komplett entmächtigt, weil du die ganze Macht der Meinung von anderen Menschen gegeben hast, weil du die ganze Macht irgendwelchen falschen Überzeugungen gegeben hast. Und du stehst da und fühlst dich einfach irgendwo nicht verstanden. Du machst nicht das, was du Lust hast. Du sagst nicht das, was du glaubst, sondern du versuchst dich die ganze Zeit irgendwie einzupassen und anzupassen. Und dann denkst du, wenn du genug eingepasst bist, angepasst bist, genug geliebt und unterstützt bist, dann verdienst du endlich genug Geld. Und wenn du endlich genug Geld verdienst, dann bist du endlich frei und glücklich. Wenn es so funktionieren würde, dann wären wir ja alle schon frei und glücklich. Wenn es so funktionieren würde, dann hätten wir ja überhaupt keine Probleme. Dann wäre ja alles schon so, wie es sein sollte und wie wir es alle wünschen. Aber nachdem es halt so nicht funktioniert, ist es halt auch nicht so, wie wir es uns alle wünschen. Und es wird erst so, wie wir es uns alle wünschen, wenn wir kapieren, wie es funktioniert. Und es funktioniert eigentlich relativ einfach. Aber wenn du everybody's darling sein möchtest und das, wenn das eine Priorität Nummer eins ist, dass du anerkannt und toll geliebt wirst von irgendwelchen Menschen, die dir ihre Vorstellungen aufdrücken. Und je mehr du ihren Vorstellungen entsprichst, desto mehr bist du von ihnen anerkannt und geliebt. Und dann kriegst du mal ganz kurz ein gutes Gefühl. Und dann kommt schon die nächste Reihe von Leuten her und dann kommen 10 neue her, die du kennenlernst. Und 10 neuen musst du dich so verdrehen und anpassen, dass du bei den 10 neuen, dass die sich auch toll finden. Und jeder hat noch einen anderen Geschmack. Ja, wie willst du das machen? Wie willst du das machen? Es geht doch gar nicht. Und nachher sitzt du da mit einer zersplitterten Identität, weißt nicht mehr, was du selber bist, weißt nicht mehr, was du selber willst, weißt nicht mehr, was du selber dir wünschst, weißt nicht mal mehr, was du selber für ein Leben haben möchtest, weil du die ganze Zeit damit beschäftigt warst, irgendwelche Bedürfnisse und Ansichten anderer über dich zu bedienen. Und dann stellst du die Frage, was möchtest denn du? Wie wünschst du dir dein Leben? Ja, frei, leicht und unbeschwert. Ja gut, wieso machst du es denn nicht? Ja, weiß auch nicht, was mich da abhält. Und was hält dich ab? Es ist bei allen gleich. Es ist bei allen gleich. Es ist bei allen die Tatsache, dass wenn sie sich selber sind, wenn sie wirklich dieser Mensch sind, der Gott geschaffen und geschöpft hat, diese wunderbare, perfekte, leuchtende, kraftvolle, machtvolle Wesenheit. Was sollen dann die anderen denken? Was sollen dann die anderen über mich denken? Wenn ich plötzlich in meine Kraft gehe, wenn ich plötzlich meine Wahrheit spreche, vielleicht haben die mich dann gar nicht mehr gerne. Und so funktioniert es. Und deswegen trauen sich halt immer noch die wenigsten, wirklich aufzustehen und zu sagen, ich bin gut und richtig, so wie ich bin. An mir ist nichts falsch. Ich darf mich zeigen, die Menschen dürfen mich sehen. Ich habe Geschenke dabei für die Menschheit. Aber sie machen es nicht, weil irgendwelche vielen, vielen Menschen da draußen vielleicht eine andere Meinung haben. Oder vielleicht eine andere Ansicht darüber haben, was toll ist. Aber was ist denn toll? Das haben wir schon alle rausgefunden. Authentizität ist toll. Wenn du du selber bist, das ist toll. Wenn du dich magst, das ist toll. Wenn du keine Angst hast, das ist toll. Wenn du mutig bist, das ist toll. Wenn du deinen Träumen, deinen Wünschen und deinen Zielen folgst, das ist toll. Wenn du dich freust über dich selber, das ist toll. Wenn du dich feierst, das ist toll. Und warum trauen sich so wenige nicht? Weil sie immer noch damit beschäftigt sind, zu denken, was andere denken.
und weil sie immer noch dazu damit beschäftigt sind, sich zu verbiegen, sich krumm zu machen, nicht zu wissen, wer sie wirklich sind, weil sie irgendwelchen Menschen gefallen möchten. Und wenn sie diesen Menschen nicht gefallen, dann machen sie sich krumm und verbiegen sich. Ja, und so geht es dann bis zum Lebensende, oder was? Es geht so nicht. Du musst deine wahre Identität, deine wahre, wunderbare Identität, deine Größe, deine Großartigkeit endlich erlauben und zulassen. Und nicht alles verdecken und dich anzupassen, dich krumm zu machen und dich bucklig zu machen, weil irgendjemand da draußen ist, der besser damit klarkommt, wenn du klein bist. Der besser damit klarkommt, wenn du krumm bist. Der besser damit klarkommt, wenn du ihm nach den Mund redest. Aber das kann es doch nicht sein. Das ist doch ein unendliches Unterfangen. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir uns davon unabhängig machen. Wir wollen immer alle frei sein. Wir wollen immer alle selbstbestimmt sein. Aber warum sind wir nicht selbstbestimmt? Das liegt nur an uns selber, weil wir uns fremd bestimmen lassen. Weil es uns wichtig ist, was andere über uns denken. Weil wir uns Gefühle machen lassen. Die Meinung anderer gibt mir ein Gefühl über mich. Hast du das schon mal überlegt? Das, was jemand anders über dich denkt, gibt dir ein Gefühl über dich. Echt? Das kann es doch nicht sein, oder? Das Gefühl über dich, das darfst du doch schön in dir selber generieren, dieses Gefühl in dir. Du entscheidest über diese Gefühle in dir über dich. Du entscheidest jeden Moment darüber. Und wenn es leider nun mal so ist, dass andere Gefühle haben über dich, weil du was in ihnen triggerst, weil du sie auf etwas drauf aufmerksam machst, wie gehst du damit um? Damit musst du umgehen lernen, weil es nicht deine Persönlichkeit betrifft, weil es nicht das betrifft, wer du wirklich bist, sondern weil es nur die Meinung anderer ist über dich. Aber die einzige Meinung über dich, die wirklich zählt, das ist deine Meinung über dich. Das ist das, was du über dich denkst. Das ist deine ureigene Meinung über dich. Und heute habe ich noch was festgestellt in einem Coaching, und zwar, weißt du, was auch so einhemmend ist, einen so unterwürfig macht, einen so klein macht und einen so beengt fühlt? Die Tatsache, dass wir uns nicht trauen, Hilfe anzunehmen, respektive nach Hilfe zu fragen. Und weißt du auch warum? Weil es nämlich weitläufig so angesehen wird, dass wenn du nach Hilfe fragst oder nach Unterstützung fragst, wird es weitläufig so angenommen, dass du ja hilfsbedürftig bist. Ja, das ist ein riesengroßes Problem. Deswegen fragen viele Menschen nicht nach Hilfe. Deswegen möchten viele Menschen ihre eigene Suppe kochen und ihre eigenen Lösungen finden, obwohl es da draußen tonnenweise Lösungen gibt und Leute, die einem gerne helfen würden. Aber warum fragst du nicht nach Hilfe? Weil du nicht hilfsbedürftig angeschaut werden willst. Die meisten Leute, wenn sie gefragt kriegen, kannst du mir helfen, denken, oh, da ist jemand hilfsbedürftig. Vielleicht denken sie es nicht mal, aber du denkst dann, du wirst als hilfsbedürftig eingeschätzt. Du wirst als nicht gut genug eingeschätzt. Du wirst eingeschätzt als, ich kann es nicht. Ja, das ist ein ganz, ganz großer Hemmschuh, den wir uns häufig anziehen und uns deswegen nicht helfen lassen, nicht beistehen lassen, weil wir ja nicht als unfähig uns selber betrachten wollen oder betrachtet werden wollen. Einer, der Hilfe braucht, kriegt es nicht hin. Einer, der es nicht hinkriegt, ist nichts wert. Also, wer will denn schon Hilfe brauchen? Wer will schon geholfen kriegen? Niemand. Weil das alles sich impliziert und erst wenn du diese ganzen Sachen kapierst und drehst und weißt, in was für einem Spinnennetz du gefangen bist, in einem Spinnennetz von Abhängigkeiten, von Vorstellungen,
die dich einfach nur klein halten und die dir es verunmöglichen, deine ganzen großartigen Geschenke auszupacken und dafür belohnt zu werden, du selbst zu sein. Weil wie kannst du belohnt dafür werden, du selbst zu sein, wenn du dich selbst nicht belohnenswert findest? Und da gilt es anzufangen. Jeder will belohnt werden, bezahlt werden dafür, dass er sich selbst ist. Aber das geht nur, wenn du weißt, dass du großartig bist. Das geht nur, wenn du weißt, was du für Geschenke dabei hast. Das geht nur, wenn du deinen Wert kennst. Und da fängt es nun mal an. Und wenn du dann weißt, dass du ein göttliches Wesen bist, dann weißt du, dass dein Wert unermesslich ist. Und dann weißt du, dass du auch unschuldig bist. Und dann kannst du dir endlich mal erlauben, dich selber zu lieben. Und dann kannst du dir erlauben, dir zuliebe etwas für dich zu tun, was für dich gut ist und nicht für irgendjemand anders. Und dann ändert sich das Spiel. Dann bist du dran, dann bist du am Drücker und nicht irgendwelche XYs tonnenweise da draußen, von denen du dich beeinflussen lässt, von denen du dich kontrollieren lässt, von denen du dich klein halten lässt und glaubst noch, du wärst selber schuld. Und du bist nur dafür verantwortlich, was du von dir selber glaubst. Du bist nur dafür verantwortlich, als wer du selber durchs Leben gehst. Ob du als dieser Klon der Gesellschaft durch die Welt gehst oder als ob du dieses reine, göttlich, großartige Wesen sein möchtest und als dieses durch die Welt gehst. Und dort, wo diese Wahrheit ist, da ist halt noch nicht gerade die riesengroße Gruppe. Da ist noch nicht das Rockkonzert. Da stehen noch nicht alle dicht gedrängt. Da hat's noch Platz, weil sich da ja noch keiner hintraut. Weil dort nicht alle sind, ja? Wir sollten mal so eine Fake-Schlange machen von diesem wahnsinnig tollen, göttlichen, freien Platz und alle anstehen lassen, damit jeder denkt, oh, da ist was Tolles da, will ich auch hin. Aber im Moment ist da noch keine Schlange, da musst du noch nicht anstehen. Da ist noch richtig viel Platz um dich rum, da kannst du dich ausbreiten, aber da musst du hingehen und da musst du halt alleine hingehen. Und dann musst du dich halt alleine trauen und dann musst du halt alleine dein allerbester Freund sein. Dann musst du halt alleine mit dir in Ordnung sein. Aber dann bist du halt auch dort, wo du frei bist, wo du so sein darfst, wie du willst, wo du großartig bist, wo du dafür belohnt und bezahlt wirst, du selbst zu sein. Und ich kann nur eins sagen. Wenn der Körper sich aus jeder verdammten beschissenen Situation wieder heilen und in Ordnung bringen kann, nur weil ich hier oben verstanden habe, was für eine Macht und für eine Power und für ein Potenzial ich habe über meine materielle Hülle, dann sag mir bitte, wo sind die Grenzen, was alles andere Materielle hier betrifft? Wer schafft's? Wer kreiert's? Wo kommt's her? Aus unseren Vorstellungen, aus unseren Köpfen, aus unseren Glaubensmustern, aus unseren Paradigmen. Und wenn wir das, was wir gerade draußen live sehen, nicht weiter kreieren wollen, dann müssen wir verdammt nochmal die Richtung ändern. Und zwar dorthin gehen, wo das Schöne ist, wo das Göttliche ist, wo das Wahre ist und nicht da, wo sie sich die verdammten Köpfe einschlagen, weil sie Bullshit glauben. So klappt's halt nicht. Und es gibt immer mehr und mehr Menschen, die das verstehen. Und es ist nicht damit zu tun, dass du mit rumklopfst, sondern es verändert sich genau dann, wenn du dich veränderst und sich deine Welt verändert und sich dein kleines Umfeld verändert
und es größer und größer und größer wird. Und dann ändern sich die Sachen. Und nicht, wenn wir versuchen zu manipulieren, zu kontrollieren und irgendwie noch zu kloppen. Ändert sich jeder selber. Findet jeder selber raus, wer er ist. Findet jeder selber seinen großartigen Wert. Und wenn dann alle mit einem riesengroßen Selbstwert, mit einer wahnsinnigen Selbstliebe, ohne einen Mangel nebeneinander stehen und sich umarmen, lieben und küssen, dann ist es das, wozu wir hier sind und was wir bewirken sollen auf dieser Welt. Aber wenn wir mitkloppen und uns nicht selber verändern und uns nicht selber reflektieren, dann leisten wir keinen Beitrag. Der Beitrag ist, hier an uns zu arbeiten und unser eigenes Sein dorthin zu bringen, wo es gedacht ist, und zwar in die reine Wahrheit, die Göttlichkeit, in die reine, pure Liebe. So, und ich hoffe, ich konnte noch ein paar Leute mehr erreichen jetzt mit diesem Video, weil es ist mir wichtig. Es ist mir wirklich wichtig, dass es dort, wo es schön ist, dass da mehrere Menschen sind. Aber solange alle noch mit so viel Angst und mit so viel falschem Verständnis und falschem Wissen, wie wir unsere Welt kreieren und beeinflussen können, unterwegs sind, solange dauert es halt länger. Und deswegen sollen noch die bitte, die es verstanden haben, aufsprechen und reden und zeigen und präsentieren und dokumentieren und Wirkung zeigen. Und dann wird's schön. Glaubt mir. Es ist so einfach, es wäre so einfach. Und ich wünschte mir, jeder würde diese Klarheit auch kriegen. Und deswegen bin ich hier und ich coache diese Klarheit. Und sobald du Klarheit über dich selber bekommen hast, wirst du so klar, dass du im Dunkeln ohne Nachtsichtgerät vorwärts marschierst. Und die, die noch nicht nachts sehen können, die sind wahnsinnig froh, wenn du voranmarschierst. Und es braucht jeden Einzelnen von uns. Ja, ihr Lieben, das ist meine Vorstellung von dieser Welt. Und ich bin mir ganz sicher, dass es so funktioniert, weil wir haben es anders ausprobiert. Anders hat es bis jetzt noch nicht geklappt. Also gehen wir doch mal den anderen Weg, oder? Wäre doch mal ein Versuch wert. Wer kommt mit? Also, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Bis dann. Tschüss, tschüss.